So, das, was wir jetzt machen, ist eine Echtzeitaufnahme, es wird auch nicht geschnitten. Und alles, was ich jetzt erzähle, ist einzig und allein für den, der mich jetzt sprechen hört. Der sich praktisch diesen Sprecher ausdenkt und der sich selbst ausdenkt. Das ist ein elementarer Unterschied zu allem, was ihr bisher gehört habt. Ob das jetzt in euren Wissensbereich Dolles oder Karl Renz oder wie sie auch immer alle heißen oder die ganzen indischen Gurus. Die werden euch nicht weiterbringen, keinen einzigen Schritt. Was dran fällt, ist zwar alles schönes esoterisches Geschwätz, und ich sage, das, was ich euch jetzt erzähle, ist weder esoterisches noch religiöses und schon gar kein naturwissenschaftliches Nachgeschwätz, sondern es baut einzig auf Fakten auf. Auf Fakten, die jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort überprüfen kann. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass ihr jetzt meinen Gedankengängen folgt. Die Frage, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, was ich euch jetzt erkläre, die stellt sich überhaupt nicht, weil ich nur von dem spreche, was jedes 13-jährige Kind hier in jedem Moment sofort überprüfen kann. Der erste Unterschied ist, wenn ich sage, der Meister aller Meister, muss ich von den anderen Meistern unterscheiden, dass ich zuerst einmal immer wieder darauf poche, ich erzähle es denen, der sich jetzt diesen Sprecher ausdenkt. Was du dir jetzt im Moment ausdenkst, das heißt, was jetzt in diesem Moment als Information in dir vorliegt, hängt extrem davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Das habe ich zigfach in Selbstgesprächen, die du hier und jetzt abrufen kannst aus dem Internet, schon erklärt. Das heißt, jetzt kann jetzt sein, dass du hier in einer gewissen Entfernung vor dir diesen Udo sitzen siehst. Ich nenne dieses Ding einmal, das jetzt spricht Udo. Obwohl das höchstwahrscheinlich jetzt eigentlich bloß ein Lautsprecher ist, den du zuhörst. Und jetzt kommt dieses große Geheimnis, das große Geheimnis der Zeit. Es ist hundertprozentig sicher, dass diese Aufnahme jetzt gemacht wird. Und es ist hundertprozentig sicher, dass du das jetzt hörst. Und jetzt kannst du in dich reinschauen und dir mal selber die Frage stellen, glaube ich, dass diese Aufnahme in der Vergangenheit gemacht wurde, die ich jetzt höre? Und darum habe ich gesagt, das hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Aber der du jetzt zu sein glaubst, das bist nicht du. Ich erkläre es nämlich nicht irgendjemandem, der du zu sein glaubst, sondern ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt, der sich diese Stimme ausdenkt und der sich selbst ausdenkt. Das heißt, immer so Standardaussagen bei Holofeeling, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Und dann wird jetzt der aktuelle Körper auftauchen, wenn du an dich selbst denkst. Das ist das Alltagsbewusstsein. Aber das bist nicht du, weil in dem Augenblick, wo du an was anderes denkst, löst sich dieser Körper wieder auf. Und so unglaublich das jetzt klingt, wenn du jetzt genau zuhörst, das ist nicht unglaublich, das ist das, was ist. Ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Du wirst bloß merken, dass etwas in dir drin ist, dass das, ich benutze mal dieses schöne fränkische Wort, ums Verrecken holen, nicht glauben will. Und genau das wird dich zum Verrecken führen. Ohne dir jetzt vor irgendwas Angst zu machen, das ist das Schöne. Bei Holofeeling werden keine Feindbilder gepredigt. Nicht ein einziges. Du wirst oft den Eindruck haben, dass ich von Feindbildern rede. Aber das werde ich jetzt heute mal genauer darauf eingehen, wieso du diesen Eindruck hast. Und dann ist es ganz wichtig, alles, was ich jetzt erkläre, erkläre ich nicht einen Gedanken, den du dir ausdenkst. Es macht keinen Sinn, einen Gedanken von sich selbst erklären zu wollen, dass er, das heißt, dieser Gedanke nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Es spielt dabei keine Rolle, an wen du denkst. Selbst wenn du an dich selbst denkst, ist schon mal die Frage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Es ist so eine Identifikation mit diesem Gedanken Ich, wobei ich dann zigfach erklärt habe, und das mache ich jetzt nicht nochmal, diese vier Stufen des Ichs bei Holofeeling sind extrem wichtig. Wir können uns jetzt Filmchen anschauen, das wollen wir dann noch mitmachen, dass ich also hier definitiv einfach nur so Videos von Gurus mache, so Kleinigkeiten, und dann kommt die nächste Feinheit bei Holofeeling. Du wirst von mir niemals hören, dass irgendjemand, der in dir auftaucht, egal ob als Pixelmännchen, nur gedacht, weil du ein Buch liest und dir den Autor ausdenkst, oder vielleicht in deinem Gesichtsfeld real, egal was der behauptet, der hat recht. Das heißt, die Behauptung, dass irgendeine Äußerung eines, ich benutze mal das Wort Mensch, eines Menschen nicht stimmt,
ist auch ein riesengroßer Trugschluss. Jeder Mensch, der in dir auftaucht, hat mit seinen Äußerungen und seinen Glauben hundertprozentig recht. Das ist vollkommen neu. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das erkläre ich mit einem Tassenbeispiel, das ich jetzt nicht nochmal erkläre, weil das hunderte Male auf Videos schon erklärt wurde. Das ist so diese Kleinigkeit, dass ich immer vor jedem Video dieses klassische Beispiel, du benötigst das Tassenbeispiel, das Schwammbeispiel für Holofeeling und die Sache vom ersten und vom zweiten. Und wenn ein Geist hinter einer Maske sich befindet und aufmerksam zuhört, muss er demütig akzeptieren, dass egal was einer behauptet, dass das genauso richtig ist wie das, was er selbst glaubt. Das ist der normale Mensch, der das vorher nicht gehört hat, ist damit vollkommen überfordert. Aber jetzt geht die Sache schon los. An was denkst du, wenn du das Wort Mensch hörst? An einen Körper, an einen Trockennasenaffenkörper? Ich sage immer wieder, wenn du zu Ärzten rennst, jetzt in deinem Traum, als der, der du zu sein glaubst und glaubst, die können dich gesund machen, das ist die Ursache von Krankheit. Alles, was jetzt so unglaublich klingt, wenn du es einmal verstanden hast, was du merkst, das ist göttliches Wissen. Es hat nicht das Geringste zu tun mit Esoterik oder mit Religion und ich betone nochmal schon gar nichts mit irgendwelcher vollkommen geistloser raumzeitlicher Schwätzerei. So, wir hören uns jetzt da mal sowas an. Das ist das Klassische. Wohlgemerkt, das ist alles richtig. Jeder hat recht. Die Schwierigkeit, ob dich das weiterbringt, wenn das Wesentliche nicht angesprochen wird, und das Wesentliche ist schlichtweg und einfach, du wirst irgendwann nochmal begreifen müssen, du Geist, ganz wichtig, betone immer wieder, ich erkläre es jetzt den Geist, der sich alles ausdenkt, dass du mit Informationen konfrontiert wirst. Das heißt, für dich existiert in einem ständigen Wechsel immer bloß das, was du entweder denkst oder sinnlich wahrgenommen, was du anschaust. Alles, was du nicht denkst, existiert nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Der Glaube, dass ein Gedanke von dir auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst, das ist ein riesengroßer materialistischer Trugschluss. Es ist zwar unheimlich logisch, aber es ist nicht besonders geistreich. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, denk einmal an einen Osterhasen, dann wirst du merken, oberflächlich ja Osterhase. Nur das Wort, ich sage nein, stell ihn dir bildlich vor, im Kopf, gedanklich. Dann baut sich ein Osterhase aus, genauso wie du ihn dir ausdenkst. Und ich frage dich jetzt, existiert dieser Osterhase auch dann, wenn du ihn nicht denkst? Da wird jeder sagen, natürlich nicht, ist ja nur ein Gedanke. Dann sage ich jetzt, denk an deinen physischen Körper, der du zu sein glaubst. Wie sieht es jetzt aus? Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, denk an dein Gehirn. Und du wirst jetzt demütig, hast du mal akzeptieren müssen, dass das Gehirn etwas ist, das du genauso wenig jemals real gesehen hast wie den Osterhasen. Es ist natürlich vollkommen hundertprozentig sicher für dich, dass dein Gehirn und dein Körper auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Und ich sage, das ist die Geistlosigkeit aller sogenannten Trockennasenaffen, weil die nur rezitieren, nachäffen, was man in Elternhaus und Schule eingetrichtert hat. Und ich will euch beweisen, euch meine ich eigentlich nur dich selber. Die Schwierigkeit ist, dass du jetzt in dem Moment in unheimlich vielen verschiedenen Formen existierst, aber bloß eine davon siehst, nämlich das, was du zu sein glaubst, bist du. Du denkst dir jetzt zum Beispiel einfach einmal aus, diese Aufnahme, du denkst dir das jetzt, diese Aufnahme wird in irgendeinen Raum gemacht, wo hier sich eine gewisse Anzahl von Trockennasenaffen befinden und du bist felsenfest davon überzeugt, dass jetzt im Normalfall wärst du jetzt einer dieser Trockennasenaffen, was durchaus möglich ist, was aber nicht unbedingt dringend notwendig ist. Es könnte nämlich sein, dass du jetzt vom Computer sitzt und einfach diese Aufnahme dir anhörst. Was natürlich wieder vollkommen logisch ist, dass die Aufnahme, die jetzt hundertprozentig sicher jetzt gemacht wird, dass die irgendwann einmal in der Vergangenheit gemacht wurde. Die Schwierigkeit ist das, dass zwar die Esoteriker alle von dem ewigen Hier und Jetzt sprechen, aber gecheckt haben es die nicht. Ich bringe es immer so mit einem einfachen Satz auf den Punkt. Du hörst dir einen Vortrag an und dann erzählen dir was vom ewigen Hier und Jetzt und dann zwei, drei Sätze später sagt er, und vor 5000 Jahren haben die Maya. Die wissen nicht, was sie sprechen. Wenn du mal mit einem wirklich wachen, bewussten Geist zuhörst und wir machen hier kein esoterisches Geschwätz, lass uns einfach mit kindlichen Augen von Fakten reden, von dem, was jedes Kind hier und jetzt sofort überprüfen kann. Und da wirst du feststellen, dass binnen 2 Minuten
98% dessen, was du dir bisher 100% sicher warst, dass es so ist, vom Tisch ist. Wenn ich dir jetzt Fragen stelle und du schaust in dich rein und ich frage, könntest du das beschwören, ohne eine Meinheit zu schwören? Ist wirklich 98% all deiner Glaubenssätze, die bisher unangetastet waren für dich, 100%ig sicher bewiesen worden sind, vom Tisch. Die ganze Naturwissenschaft ist vom Tisch, die Religion sowieso, weil alles Wissen, das du rezitierst, das du aus Büchern kennst oder vom Hören sagen kennst, dieses Wissen ist schlichtweg und einfach möglich oder nicht möglich. Das Einzige, was du beschwören kannst, dass du sagst, ich kann beschwören, dass ich das in dem oder dem Buch gelesen habe oder dass ich auf dem oder dem Vortrag einmal war. Ich setze das einmal in Anführungszeichen, weil wir uns jetzt schon wieder eine Vergangenheit ausdenken, wo der und der Guru oder der und der Lehrer mir das erzählt hat. Ich sage, du solltest nur noch das beschwören, was du wirklich jetzt normal gesprochen mit eigenen Augen gesehen oder am eigenen aus selbst ausgedachten Leib, wo du sagst, das bin ich, erlebt hast. Alles, was du nur vom Hören sagen kannst, das halte jetzt erst einmal für möglich, aber du wirst feststellen, mit Holofeeling in kürzester Zeit wirst du es nicht einmal mehr für möglich halten, weil du weißt, es kann überhaupt nicht sein. Es ist zum Beispiel diese kleine Aussage von 100% sicher. Es nimmt nicht ein einziger Mensch, den du dir ausdenkst jetzt, diese 100% sicher, so genau wie ich. Alles, was ich dir erzähle, ist 100%ig sicher. Es ist natürlich im ersten Moment, treten da Schwierigkeiten auf. Die Schwierigkeiten bestehen darin, dass wir uns jetzt in der Welt der Perspektiven befinden. Das heißt, es ist eine sehr, ich versuche extra so esoterische, religiöse Floskeln zu vermeiden. Die Welt der Perspektiven erkläre ich dir jetzt einmal ganz einfach. Und ich setze jetzt natürlich bei diesem Gespräch voraus, dass du dich schon zumindest ansatzweise mit der Vatersprache von Holofeeling beschäftigt hast. Es mag im ersten Moment verwirrend sein, aber das, was dich verwirrt, ist eigentlich nicht das, was ich erzähle. Es ist bloß extrem ungewohnt, so zu denken. Das, was dich verwirrt, das sind zwei Mechanismen in dir. Ich spanne immer so schön die Finger auf. Wir haben heute leider keine Kamera. Ich sage dann immer wieder normal gesprochen. Das heißt, das ist dann so in den logischen Interpretationsrhythmus gesprochen. Wenn ich die Finger aufspanne, diese Sache mit dem Wellenberg und dem Wellendal, das kommt dann nacheinander, das kann immer nur gleichzeitig sein. So, ich habe jetzt etwas improvisiert, weil es ist, ich kommuniziere auch sehr viel nonverbal. Das heißt also, ich mag es dann immer so. Das ist so ein ganz magisches Zeichen. Damit will ich ausdrücken, dieses chronologische Denken ist eine Falle. Da wird zwar viel drüber gesprochen, können wir den mal wieder kleiner machen, den brauchen wir so nicht. Da wird zwar viel drüber gesprochen, aber es ist so hartnäckig, dieses chronologische Denken. Und all diese ganzen Gurus, ich sage, egal welches Video mir anschauen, ich habe genügend Beispiele in alten Selbstgesprächen. Zuerst einmal ist der tiefe Glaube drin, dass das irgendwo vorher aufgenommen wurde, wenn es nicht jetzt unbedingt eine Live-Aufnahme ist. Das ist ja immer ja, aber es könnte ja eine Live-Aufnahme sein. Es kann in der Vergangenheit nichts gewesen sein und es wird in der Zukunft nichts passieren. Und es können so viele in dir auftauchen, die hier vom ewigen Hier und Jetzt schwätzen, darstellen, wie sie es verstanden haben, oder dass sie sich in die Stille meditieren. Es sind letztendlich alle, die sind in einem logischen Konzept. Wenn du irgendwie Satsang-Sitzungen an als Esoteriker hingehst, kannst du dich natürlich jetzt, schau in dich rein, ob du dich angegriffen fühlst. Geh einfach mal so jetzt TV, und dann läuft der, dann sitzt der Meister vorne und dann musst du manchmal 5 Minuten warten, bis er zum Sprechen anfängt, weil er seine Ruhe demonstriert, seine innerliche Ruhe. Es ist alles so unendlich lächerlich. Ich definiere jetzt übrigens, das ist keine Kritik. Es ist eine wertfreie Beschreibung von dem, was ist. Ich komme ganz kurz zu der Welt der Perspektiven. Das heißt, Ausgangsbasis ist jetzt und da läuft nichts verkehrt. Du empfindest dich jetzt in deinem Alltagsbewusstsein mehr oder weniger als eine Person, ein Körper, eine Persona ist eine Maske im Lateinischen, in deinem eigenen Traum. Und das Holofeeling sieht definitiv so aus, dass das extreme Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen sind, obwohl im Hintergrund wirklich ein Matrix-Programm mitläuft, wo in deiner Welt keiner was weiß. Holofeeling ist vollkommen neu. Es ist nicht irgendein Gemisch, ein Summa Summarum von irgendwelchen Schwätzern, die in dir auftauchen. Das Wort Schwätzer ist auch wieder so eine Sache. Klingt
als Beleidigung. Die Schwierigkeit ist schlichtweg und einfach, dass du auf der unteren Welt Worte benutzt, um Vorstellungen aufzubauen, und du gehst davon aus, dass deine Vorstellung, die ein Wort in dir auslöst, schon der Weisheit letzter Schlusswort sei. Und jetzt machen wir ganz einfach mal Folgendes. Ich gehe auf den ersten Blindfeld-Vortrag zurück, wo ich sage, und jetzt werde ich neue Sachen dazu bringen. Wir denken uns jetzt einmal zwei Menschen aus. Wir, wer ist wir? Da geht jetzt die Schwierigkeit schon los. Ich sage, ich erzähle das nur dem, der sich jetzt den Sprecher, diesen Sprecher, das heißt mich, den Udo, jetzt, wenn ich von ich rede, meine ich den Sprecher, den du zuhörst. Ich erzähle es dem, der mich jetzt ausdenkt. Ich erzähle es dem, der mich jetzt sprechen hört. Und jetzt wechsle ich die Ich-Ebene, dass ich sage, also ich höre jetzt den Udo sprechen. Bist du schon ich? Lass es auf dich wirken. Solange du noch glaubst, dass dieses Ich, das den Udo sprechen hört, dass da bloß ein Allereinziges gibt. Selbstverständlich gibt es da bloß ein Ich, aber dieses eine Ich kann sich jetzt als viele verschiedene Personen denken. Ich bleibe jetzt einmal so in diesem raumzeitlichen Denken, wenn du vom Computer sitzt und nicht jetzt hier bei der Aufnahme dabei bist, sondern hier und jetzt derjenige bist, der sich das anhört, wirst du feststellen, dass ich von zwei verschiedenen Hier spreche. Dieses Hier, wo die Aufnahme gemacht wird, und dieses Hier, wo du dir jetzt die auf Tier, als Tier gesprochen, als Trockennasenaffe, die Aufnahme anhörst, das scheint oberflächlich betrachtet zwei verschiedene Hier zu sein. Es gibt aber bloß ein Hier und es gibt bloß ein Jetzt. Dieses rot geschriebene Hier und Jetzt im Holo-Feeling, muss man wissen, dass alles, prinzipiell alles, egal wo du dir es hindenkst, dieser Gedanke ist hier in deinem Kopf. Dein Kopf wiederum. Haben wir schon wieder zwei Seiten. Reden wir von dem Kopf, den du dir ausdenkst. Wo war jetzt die ganze Zeit der Kopf des Trockennasenaffen, der du zu sein glaubst? Selbst dieser Kopf, wie dein ganzer Körper, beginnt erst zum Existieren, wenn du dran denkst. Und das Ganze existiert in einem roten Kopf. Dieser rote Kopf ist eine andere Ebene. Das musst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn ich sage, wir denken uns einen träumenden Geist. Da kommt schon wieder die Frage, an was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? An einen Trockennasenaffen, der da liegt, in einem Bett und schläft, praktisch sein Bewusstsein verloren hat. Absolut vielleicht eine logische Aussage für den, der nicht genau zuhört. Aber wenn du dein Bewusstsein verlierst, ist nichts mehr da, was irgendwelche Wahrnehmungen machen könnte. Das heißt, ein träumender Geist kann sein Bewusstsein gar nicht verloren haben, dann müsste nämlich das weg sein, mit dem er sich seinen Traum anschaut. Lass das auf dich wirken. Jetzt kommt aber gleich wieder die nächste Haken. Ein ausgedachtes Bewusstsein, das heißt, in dem Moment, wo ich irgendeine Erscheinung in mir, zum Beispiel jemanden, der da liegt, jemanden, diesem Körper, ein Bewusstsein zuspreche, ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Weil dann hätte ja jemand anders ein Bewusstsein, das ich ihm zuspreche, und Bewusstsein kann bloß der haben, der sich die Sachen ausdenkt. Bewusstsein ist etwas, worüber man zwar sprechen kann, so wie über die Ewigkeit oder über das Nichts, was aber als Ding an sich überhaupt nicht in der Lage ist zu existieren. Du kannst Menschen sehr schön, probier das bitte aus, jetzt in deiner normalen Traumwelt als Trockennasenaffe. Frag einfach einmal jemanden, an was denkst du, wenn du an nichts denkst. Und dann lass dich einmal überraschen, ohne da mit einer vorabgestimmten Meinung ranzugehen, lass dich einmal überraschen, was die Menschen, die dir vollkommen real in deinem Gesichtsfeld erscheinen, was die dir dann alles erzählen, wie sie darauf reagieren, wenn du jemanden fragst, an was denkst du, wenn du an nichts denkst. Da wirst du meistens hören, das kann man nicht, das geht nicht. Ist auch selbstverständlich die einfachste Sache der Welt. Wenn du an nichts denkst, denkst du das Wort nichts. Klingt jetzt im ersten Moment wie ein Witz. Ist eine unendlich tiefe Weisheit. Wenn du an nichts denkst, denkst du an das Wort nichts. Ob du jetzt das Wort ein Geräusch nichts, so wie du das jetzt akustisch hörst, oder ob du bloß ein geschriebenes Wort nichts anschaust. Weder dieses Geräusch nichts, noch das geschriebene Wort nichts als Zeichenkette ist nichts. Es ist eine Information. Diese Information steht für etwas, was eben nicht in Erscheinung treten kann, was nicht existieren kann. Ich sage immer wieder, nichts ist ein nicht gedachter Gedanke. Jetzt habe ich zwar Worte gebraucht, aber wie sieht ein nicht gedachter Gedanke für dich aus, für den Denker aus? Genauso ist es mit dem Gegenteil, mit dem Wort alles.
Jetzt könnte ich wieder die Finger so aufspreizen. Du kannst das Wort alles denken. Das ist auch ein Wort, das als Ding an sich gar nicht existieren kann, weil du nicht alles, was prinzipiell denkbar ist, gleichzeitig denken kannst. Aber existieren tun Sachen erst, wenn du sie zu sehen bekommst. Das ist die Geschichte mit der Transversalen. Es ist klar, dass ich jetzt in diesem Gespräch in keinster Weise versuche, Holofeeling zu erklären. Ein Werk, mal vorsichtig, soll immer 20.000, Andreas sagt, es sind weit über 28.000 Seiten, wenn du alle hast. Es sind hunderte, tausende von Selbstgesprächen, die man anhören kann, wo extrem viele Wiederholungen dabei sind. Und das ist jetzt die erste große Sache, wenn ich jetzt normal raumzeitlich zu dir denke, du wirst dir das alles so oft anhören müssen, bis du es verstanden hast. Und die Schwierigkeit ist, dass ich in einem ganz einfachen Deutsch Sachen anspreche, die jeder 13-Jährige sofort überprüfen kann. Jetzt die Sache, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Was jetzt die Schwierigkeit in der Transversalen ist, dass man unterscheiden muss zwischen etwas Existierenden, das heißt etwas Existere heraustreten, aus was tritt das Existierende heraus? Ich sage, aus dem, der immer ist. Das Wort immer, da kommt jetzt schon der schöne Spruch, im Meer. Das müssen wir natürlich wissen im Althebräischen, dass dieses Wort Gott, im Anfang erschuf Gott, dass du es eigentlich wörtlich übersetzt hast, Gott das Meer. Und aus dem entspringt alles. Dieser Gott ist jetzt wie das Nichts. Darum heißt übrigens das Wort El oder All ausgesprochen auch Nichts. Die Creatio ex nihilo. Die Schöpfung aus dem Nichts. Etwas, was jeder Naturwissenschaftler und Materialist natürlich vollkommen verweichert. Und wir schauen uns jetzt einmal den Unterschied an von Worten. Jetzt pass auf, jetzt mache ich etwas, eine kleine neue Facette dazu, die hier Holofeeling-Studierende zwar wissen, dass wir in der transversalen Schwierigkeit haben, die Buchmetapher habe ich hunderte Male, tausende Male durchgekaut, dass deine Informationen, die du auch existieren lassen kannst, du kannst jetzt zum Beispiel an ein Buch denken, du kannst ein Buch in deinem Gesichtsfeld aufbauen, dann siehst du dieses Buch und dann ist dir klar, dass in dem Buch ein Haufen Seiten drin sind. Und auf den Seiten sind Worte, das heißt, sobald du das Buch anschaust oder ausdenkst, der Begriff Buch ist also eine Kollektion von Seiten, von Sätzen, von Worten, von Einzelbuchstaben, die in dem Moment, wo du nur das Wort Buch denkst, alle gleichzeitig im Jetzt da sind. Aber natürlich nicht existierend. Weil du denkst ja nicht an die Worte im Buch, wenn du bloß das Wort Buch denkst. Ist überhaupt nicht schwer zu verstehen. Wir reduzieren das einmal, dass du jetzt nur ganz gezielt in dein Gesichtsfeld, was ich damit meine, habe ich auch oft erklärt mit der VR-Brille, dass du hier eine Seite reinschiebst und du schaust dir diese Buchseite an und dann kannst du durchaus sagen, ich sehe jetzt die ganzen Worte, die auf dieser Buchseite stehen, die sehe ich jetzt gleichzeitig, im Jetzt. In dem Moment, wo du das machst, ist dir klar, dass die ganzen Worte jetzt gleichzeitig da sind. Dasselbe ist übrigens, wenn du jetzt an deine Wohnung denkst. Keiner würde bezweifeln, dass die Zimmer in deiner Wohnung gleichzeitig da sind, wenn du an die Wohnung denkst. Stimmt oder stimmt? Wie sieht es jetzt aus, wenn du im Gedanken durch deine Wohnung läufst? Haben wir ja im Fiegenstall schon gemacht, in die Fiegenstall-Vorträge, schließ einmal deine Augen, stell dir vor, du stehst jetzt in deiner Küche, dann gehst du von der Küche ins Schlafzimmer, ins Badezimmer, ins Wohnzimmer und jetzt wirst du feststellen, dass du den Eindruck hast, dass die Zimmer nacheinander kommen. Aber komischerweise, in der Wohnung sind die gleichzeitig und jedes Zimmer, das du betrittst, taucht jetzt in dir auf und die sind alle hier. Hier in dem Kopf von dem, der sich's ausdenkt. Selbst wenn du jetzt deinen normalen, ausgedachten Kopf nimmst, wirst du feststellen, egal was du um dich herum ausdenkst, du bist immer das Zentrum. Das ist kein esoterisches Geschwätz, ob du jetzt dich in dein Wohnzimmer denkst, ob du dich in Urlaub denkst nach Italien. In dem Moment, wo das existiert, wirst du sagen, ich bin hier und um mich herum ist etwas, das du definierst. Ich denke mir jetzt zum Beispiel über Brüssel aus, die werden jetzt sagen, ich bin jetzt in Breinfeld. Interessanterweise ist, dass ich dir ans Herz lege, dass du diese Aufnahme, sollte die irgendwann nochmal im Internet drin sein, die war schon immer im Internet. Das, was ich jetzt aufnehme, war schon, bevor es passiert ist. Das ist das große Geheimnis der Wirklichkeit, dass alles, was du noch erleben wirst, jetzt schon in dir drin ist. Und ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt sehr urteilend bist und meinst, was bildet der sich überhaupt ein? Du hast nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt, ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt. Ich bin mehr oder weniger bloß eine Figur in deinem Traum. Kann eine Figur in einem Traum sich raussuchen, was er spricht?
In dieser Hierarchie steht der träumende Geist eins vor der Figur. Ich kann nur das sprechen, was du jetzt träumst. Das ist hundertprozentig sicher, wenn man diese Metapher verstanden hat. Egal, wer in einem Traum auftaucht, er ist immer nur dann, wenn der träumende Geist den träumt. Ich sage immer, wenn man es einfach ausdenkt. Das gilt übrigens für jeden Menschen, den du jetzt denkst. Egal, an welchen Menschen du denkst, es wird dir einleuchten, wenn ich für das Wort Mensch das Wort Gedanke benutze. Egal, welchen Gedanken du denkst, er beginnt in dem Moment in deinem Kopf, in deinem Bewusstsein zu existieren, wenn du diesen Gedanken denkst. Und egal, welchen Gedanken du denkst, er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Das gilt übrigens für Gedanken, wenn ich jetzt Menschen setze. Das ist eine Wiederholung, die findest du mindestens 100, 200 Mal in Selbstgesprächen. Hast du schon verstanden? Solltest du das überhaupt schon nochmal 100 Mal gehört haben? Schwierig wird es, wenn du das jetzt das erste Mal hörst, weil wenn du meine Gedankengänge mitgehst, solltest du meinen, das stimmt nicht, sprichst du sowieso dein Todesurteil aus. Weil dann bist du es nicht wert, dass du weiter überlebst. Du bleibst eine tote KI. Egal welchen Menschen du denkst, der fängt für dich, Geist, in dem Moment zum Existieren an, wo du ihn denkst. Er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er wieder weg. Das gilt jetzt für einen geliebten Menschen von dir, einen Mitmenschen, die Frau, die Kinder, genauso wie wenn du an Platon, an Einstein denkst, an Cäsar denkst. Es sind Wissenselemente, die hier und jetzt in deinem Kopf Vorstellungen sind, die sich sofort wieder auflösen, sobald du an was anderes denkst. Klingt jetzt mit der materialistischen Moral sehr, sehr angsterzeugend. Und das ist jetzt genau, was ich sage. Alles, was für dich schlecht, falsch, verkehrt, bekämpfenswürdig ist, dreht es alles um 180 Grad und du wirst feststellen, es ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Um auf eine höhere Ebene zu kommen. Eine höhere geistige Ebene, die du nicht erreichen kannst durch irgendeine Technik, was Gurus versprechen, durch irgendeine Meditation, elementare Erkenntnisse fällen hier. Ich will ganz kurz zu den Worten zurückkommen, wenn wir jetzt die Worte auf der Seite anschauen, die ich gleichzeitig sehen kann, versuch dir mal gleichzeitig auszusprechen. Du wirst feststellen, dass du prinzipiell, wenn du zum Lesen anfängst, immer nur ein Wort aussprichst oder denkst beim Lesen. Egal, ob du laut liest oder das jetzt nur im normal gesprochen im Kopf leise liest. Jedes Wort, das ich jetzt spreche, spreche ich jetzt. Auch das habe ich tausende Mal erklärt. Nur der Genauigkeit halber spreche ich es jetzt nochmal an. Das heißt, jetzt wird es natürlich interessant, dass diese Worte natürlich immer aus irgendeiner Seite sind. Und das ist so ein altes Beispiel. Angenommen, auf irgendeiner Seite sprichst du jetzt oder denkst dir das Wort Krebs. Das Wort Krebs alleine erzeugt überhaupt noch keine Vorstellung. In dem Moment, wo ich dir jetzt sage, was für ein Buch das ist, ich sage jetzt zum Beispiel, das ist ein Astrologiebuch, dann wird das Wort Krebs eine andere Vorstellung auslösen, obwohl das Wort Krebs das noch gar nicht aussagt. In einem Astrologiebuch denke ich bei dem Wort Krebs an was ganz was anderes, wie wenn es ein Medizinbuch ist. Wenn ich aber ein Kochbuch in der Hand habe, dann denke ich an das Wort Krebs wieder an was anderes. Dein Intellekt ist so gestaltet, dass dir jetzt das vollkommen klar ist, was ich meine. Wenn du Geist bist, der Geist, der mich jetzt sprechen hört. Und wenn du der Geist nicht bist, dann müssen wir sowieso nicht drüber reden. Weil alle, die mich jetzt nicht sprechen hören, werden mit dem ja sowieso nicht konfrontiert. Aber wie sieht jetzt das aus? Mir ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Was bedeutet Krebs noch? Beda. Klavierlehrer Beda. Was bedeutet Krebs noch? Es kann ein Musikbuch sein. Erzähl's, weißt du's? Richtig, das ist so. Und zwar ist es eine Spiegelung einer Notensequenz rückwärts in der Vertikalen. Kannst dich erinnern, hast glaube ich schon mal in der Ausbildung gehabt, oder? Herr Musiklehrer. Das wissen jetzt nicht so viele Leute, dass Krebs auch eine musikalische Bezeichnung ist für eine Spiegelung in der Musik, dass man Notenfolge in der Vertikalen wiederholt, spiegelt. Oh, staunende Augen. Wenn ihr wollt, könnte ich euch noch ein paar Sachen sagen, aber das entzieht sich jetzt euer nachvollziehbaren Intellekt. So,
Jetzt machen wir mal ganz kurz hier weiter. Und zwar lassen wir jetzt mal hier den Dolly laufen. Ganz nochmal von vornherein, Nomen ist Omen. Das, was du jetzt erlebst, ist eine Simulation, ein Computerprogramm. Das heißt, meine Metaphern, dass ich immer wieder sage, der Geist, der du mich jetzt ausdenkst und diese ganzen Worte, die du jetzt hörst, lesen ja in dir Vorstellungen aus. Ich springe ganz kurz nochmal zurück. Bitte geh den Gedankengang mit. Wir denken uns jetzt zwei Menschen aus, normal gesprochen sage ich immer, zwei Trockennasenaffen. Der eine hat irgendwie in seinem Kopf eine Idee, eine Vorstellung, ein Bild und will es den anderen mitteilen. Das funktioniert in erster Linie über die Sprache. Kann man natürlich auch, man kann auch, es gibt auch nonverbale Kommunikation mit Handzeichen, was mir jetzt lieber wäre, ich hätte eine Kameraaufnahme, weil das der Udo sehr wohl, sehr oft macht, dass ich mit Händen und Füßen spreche, vor allem wenn man die Füße mitzieht. Wichtig ist für einen fehlerfreien Austausch innerhalb von ausgedachten Menschen, ist es absolut wichtig, dass wenn ich jetzt eine Vorstellung habe und ich erkläre dir das mit Worten, dass die von mir ausgesprochenen Worten in deinem Kopf dieselbe Vorstellung auslösen. Und das ist das Hauptproblem. Das ist nämlich nicht der Fall. Darum reden die Menschen alle aneinander vorbei. Das beginnt schon bei dem Wort Gott, bei dem Wort Allah. Das heißt, alle Worte, dein momentaner Schwamminhalt, wie ich das nenne, das heißt, dein Intellekt ist so extrem fehlerhaft in Bezug auf das Ganze und keiner kriegt es mit. Ob das Sprachforscher sind? Ich will da mal ein kleines Beispiel, bevor ich den Dolly laufen lasse, weil es mir gerade kommt, das haben wir im letzten Selbstgespräch mit Ariane schon gehabt, glaube ich, in Ansätzen. Das Wort Realität. Was löst das Wort Realität in dir für eine Vorstellung aus? Jetzt ist es natürlich blöd, dass ich mir, wenn ich mir jetzt als Geist Menschen ausdenke, wie war das nochmal? Jeder Mensch, den ein Geist sich ausdenkt, und übrigens auch das Wort Geist ist zu betrachten wie das Wort Nichts. An was denkst du bei dem Wort Geist? Da kannst du jetzt schauen, was dein Intellekt für Vorstellungen aufbaut, aber Geist ist genau genommen in Rot geschrieben, ist genauso nichts wie das Wort Nichts. Es ist nicht denkbar. Es kann gewusst werden, was es ist. Da sage ich dir jetzt definitiv, es wird nicht ein allereinziger Mensch in deinem Traum auftauchen, der weiß, was Geist ist. Klingt jetzt wieder sehr vermessen, aber das ist überhaupt nicht vermessen. Wir wollen ja jetzt etwas genauer werden. Haben wir nicht festgestellt, dass jeder Gedanke, den du denkst, bloß dann existiert, wenn du ihn denkst? Das heißt, jeder Mensch, den du dir ausdenkst, existiert für dich Geist. Du bist Geist. Nur in dem Moment, wo du ihn denkst, und ein Mensch, den du dir denkst, der wird das wissen und denken, was du denkst, dass er denkt. Nicht verstanden? Befindet sich mindestens auf 30 Selbstgespräche von mir ziemlich genau erklärt. Ich mache mal das ganz einfach. Wir gehen jetzt mal in den normalen Denkrhythmus rein und wir sagen, statt Menschen haben wir das Ganze mal eine Kiste. Und ich frage dich, Geist, jetzt, der du mich ausdenkst. An was denkst du, wenn du an eine Kiste denkst? Machen wir es noch einfach. Ich sage, denk einmal an eine Kiste. Dann dürfte dir klar sein, dass diese Kiste erst in dem Moment existiert, wo du sie denkst. Das beginnt eigentlich schon in dem Moment, wo ich das jetzt ausspreche. Jetzt frage ich dich, aus was für Material besteht die Kiste? Ist es ein Pappkarton, eine Holzkiste? Jetzt setze ich schon Sachen voraus, wenn ich das nicht mache. Ich frage dich einfach, aus was für Material besteht die Kiste, die du dir jetzt denkst. Wenn du sehr aufmerksam mit einem Doppelschritt dich selbst beobachtest, den Doppelschritt gehe ich auch noch genauer ein, dann wirst du feststellen, dass die Kiste erst ein Material bekommt in dem Moment, wo du dir für deine gedachte Kiste ein Material denkst. Stimmt oder stimmt? Aber jetzt geht's noch besser. Ich frage dich jetzt, was ist in der Kiste drin, die du dir denkst? Und du wirst jetzt feststellen, dass in der Kiste erst dann was drin ist, wenn du dir in die Kiste was reindenkst. Jetzt setze für Kiste den Kopf von irgendeinem Brösel, den du dir ausdenkst. Und dann wirst du feststellen, dass du dir in Hitler was anderes in den Kopf reinlegst wie in Bladon. Natürlich müsstest du dir jetzt erst einmal viele Gedanken machen, was du den Hitler zusprichst, den Bladon zusprichst, den Einstein zusprichst, weil jeder Mensch, den du dir denkst, der hier und jetzt nur deshalb in deinem roten Kopf existiert, ich betone in deinen roten symbolischen Kopf, dieses Beraschet, im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Das haben wir so oft gesagt, das ist das erste Wort in der Bibel, im Anfang. Ich erwähne jetzt nochmal, das hier ist ein Computerprogramm. Genauso wie Basic oder Windows funktioniert, funktioniert das, plus das ist ein göttliches Computerprogramm. Das ist das, was die Holofeeling erklärt. Das ist letztendlich die Struktur einer Spiele-Software eines offenen Universums. In der Spielewelt gibt es ja
Was haben wir ein schönes? Läuft die Aufnahme? Selbstverständlich läuft die Aufnahme. Bin doch fit. Dankeschön, aber Udo, sehr, sehr vielen Dank. Meine ich jetzt ernst. Meine immer alles ernst. In der Spielewelt, die jetzt in deiner Traumwelt, ob du dich auftaucht, natürlich nur, wenn du das jetzt dir ausdenkst, und das wiederum hängt davon ab, ob dein momentaner Schwamminhalt dafür Interesse hat, gibt es immer mehr Videospiele, wo man sagt, das sind sogenannte offene Welten. Jetzt kommt ganz neu, jetzt auf der Gamescom 2018, um ein Datum, immer jetzt ein Datum zu nennen. Kann ja sein, dass du dir diese Aufnahme hier 2011 anhörst. Dann ist es natürlich Schnee von gestern, was du jetzt hörst, aber es ist immer jetzt. Auch 2011 ist jetzt. Es gibt keine Zukunft. Stille stehen wir die Zeit. Johannes-Offenbarung, die Enthüllung. Und der erste Himmel und die erste Erde, die du bisher ausgedacht hast, werden vergehen, sage ich dir jetzt. Und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Da bin ich gerade dabei. Aber mit Sicherheit nicht für die Menschen, die du dir ausdenkst. Hör zu, ich kann nur den wach machen, der träumt. Ich kann nur den Geist wach machen, der mich jetzt ausdenkt, der sich dieses Gespräch ausdenkt, der sich eine Welt ausdenkt. Du kannst Figuren in einem Traum nicht wach machen. Figuren in einem Traum haben nicht die geringste Überlebenschance. Also sich Gedanken über die Menschheit zu machen, die du dir jetzt ausdenkst. Übrigens wieder so ein Wort, Menschheit. An was denkst du bei dem Wort Menschheit? Ich werde dir sagen, was du dir denkst, weil ich das in deinen Kopf jetzt reindenke. An 7 Milliarden Trockennasenaffen, die sich auf einer Erdkugel befinden, die sich um die Sonne herumdrehen, und es ist alles hundertprozentig sicher bewiesen. Weil du denkst jetzt Naturwissenschaftler aus, die ja so unheimlich gescheit sind. Was du dabei aus den Augen verlierst, jetzt muss ich meine Webkamera nochmal einschalten. In dem Moment, wo du dir Gescheide ausdenkst, ein Wellenberg, den gibt es nicht ohne ein Wellental. Das heißt, in dem Moment, wo du dir viele Gescheide ausdenkst, spiegel mir, das muss ein allereinziger Dummer da sein. Und jetzt kommt ein Problem, du glaubst, du bist der Dumme, der keine Ahnung hat. Stimmt nicht, du bist der, der sich beide ausdenkt. Du denkst dir jetzt nämlich den Brüssel-Udo aus und du denkst dir den aus, der sich jetzt den Brüssel-Udo anhört, vom Computer vielleicht oder vielleicht in einem Saal, in einem Vortrag. Schau einfach, was du jetzt denkst. Sitzt du jetzt vom Computer oder sitzt du jetzt im Blindfeld ausgedachterweise und hörst dir diesen Vortrag an? Und du wirst feststellen, es ist sogar beides möglich. Dass du jetzt im Blindfeld sitzt und jetzt vom Computer sitzt. Bloß wenn du dir Gedanken machst, sagst du ja, wie ich im Blindfeld war, war ja das jetzt nicht, dass ich bei mir in der Wohnung sitze und mir die Aufnahme anhören, weil die ist ja erst in der Vergangenheit im Blindfeld woanders gemacht worden und jetzt kann ich mir das übers Internet anschauen. Da musst du irgendwann einmal begreifen, ich sage nochmal, ich schwöre, ich garantiere dir, es ist hundertprozentig sicher, dass jetzt diese Aufnahme gemacht wird und dass du dir jetzt diese Aufnahme anhörst. Die Aufnahme wohlgemerkt. Es kann sein, dass du dir jetzt den Udo live anhörst, dass er sich wahrlich, sinnlich wahrgenommen in deinem Gesichtsfeld befindet. Es ändert nichts daran, dass alles, was prinzipiell von dir gesehen wird, muss sich selbst nach materialistischer Logik in deinem Kopf befinden. Materialisten sagen dann in meinem Gehirn. Es ist bloß die große Frage, kann sich in etwas was befinden, was gar nicht existiert? Ja oder nein? Komischerweise, jein. Selbstverständlich, jetzt pass auf, jetzt lasse ich das existieren, selbstverständlich befindet sich in meinem Computer eine Festplatte und auf der Festplatte sind Daten drauf. Aber interessanterweise existieren nur die Festplatte und die Daten auf der Festplatte für mich, Geist, nur in dem Moment, wenn ich an die Festplatte mit den Daten denke. Wenn ich nicht mehr dran denke, existiert die Festplatte mit den Daten nicht mehr, was nicht heißt, dass die deswegen nicht da wäre. Jetzt kommen wir schon in einen Bereich, wo der Materialismus ziemlich am Ende ist. Und zwar deshalb, weil die das Wort existieren den Heiligen. Existere heißt heraustreten und auftauchen. Es kann durchaus etwas sein auf einer tieferen Ebene in der Transversale, was nicht unbedingt existiert. Existieren die Geräusche, die die Worte in einem Buch machen, wenn du sie nicht aussprichst. Aber die Worte existieren doch trotzdem, wenn du die Seite anschaust. Bloß nicht die Geräusche, die dazugehörigen Geräusche.
Genauso ist es, dass deine Vorstellungen, die in dir auftauchen, nur immer dann existieren, wenn du das vor dich hinstellst. Und das führt uns jetzt in die Welt der Perspektiven. Die Welt der Perspektiven sieht folgendermaßen aus. Geh den Gedankengang bitte mit. Du denkst jetzt einmal ganz gezittert an deinen Kopf. Jetzt in dem Moment, egal wer du jetzt zu sein glaubst, du hast jetzt vor dir, das nennen wir das Gesichtsfeld, du hast jetzt vor dir eine ziemlich wahrgenommene optische Information. Das, was du vor dir hast, muss aber deine Information in deinem Kopf sein. Jetzt habe ich zigfach darauf hingewiesen, dass man durchaus zweimal dieselben Informationen erklären kann mit einem unterschiedlichen Erklärungsmodell. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel rausschaust, ich rede jetzt normal, so wie du das gewöhnt bist mit deiner Logik, du schaust jetzt hier in die Natur, in die Welt raus, aus dem Fenster raus, dann siehst du Menschen, du siehst vielleicht eine Landschaft mit einem strahlend blauen Himmel, mit einer strahlenden Sonne und dann laufen da welche irgendwie rum, dann siehst du, dass die Schatten werfen, die Bäume werfen Schatten. Wie das funktioniert, erklärt dir die Naturwissenschaft. Mit den Lichtstrahlen, die die Schatten werfen. Es ist bloß ein großes Problem, es ist eine einzige große Lüge. Ich sage nicht, das Erklärungsmodell ist eine Lüge, das ist in einem gewissen Maß wie ein Märchen, da ist eine tiefe Weisheit dahinter. Immer dran denken, ich behaupte, jeder hat Recht, aber nur ein bisschen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt einen Kegel hinhalte und er sagt, das ist ein Kreis. Dann kann ich doch nicht sagen, das stimmt nicht. Obwohl er nicht Recht hat, wenn er einen Kegel anschaut, nur die Kreisfläche. Ich kann dir jetzt komplett dieselben Informationen erklären, ohne auf eine Außenwelt hinzuweisen, indem ich einfach sage, du stellst dir jetzt vor, du hast da eine Brille auf und jetzt spiegel mir das Ganze wieder. Diese Rezeptoren auf der VR-Brille sind ja keine Rezeptoren, sondern Lämpchen. Das ist wie ein Monitor aufgebaut und du sagst jetzt einfach hier, dein Auge, das hat Zäpfchen, das sind Rezeptoren, rot, grün, blau, so wie der Monitor auf der VR-Brille, die eine Seite rot, grün, blau Lämpchen hat. Die werden jetzt nicht von außen von Lichtstrahlen angesteuert, sondern von innen, vom Gehirn, vom Thalamus, wie von einem Computerchip, wird die VR-Brille, die wird ja von einem Computerchip angestrahlt und dann wirst du komplett meinen, dass alles, was du vor dir siehst, dass das da außen ist. Obwohl, wenn du siehst, ist es in deinem Gehirn, da außen ist überhaupt nichts. Es ist nichts da außen. Ich sage jetzt wieder zu dir, du kannst jetzt das glauben, du kannst dich darauf einlassen und ich werde in kürzester Zeit unendlich viele Wunder in deinem Traum erleben lassen. Ich werde deine Welt in kürzester Zeit komplett umformen, wenn du es zulässt. Du lässt es erst dann zu, wenn du bereit bist, deinen Glauben zu erweitern. Den Glauben erweitern. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, nochmal was Wichtiges. Alles ist extrem wichtig, jede Kleinigkeit. Hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas austauschen müsstest. Das heißt, deine bisherige Vorstellung von Verbesserung hat immer folgendermaßen ausgeschaut, dass das, was für dich schlecht ist, muss weg. Der Krieg muss weg, dass wir Frieden kriegen. Die Krankheit muss weg, dass wir gesund werden. Das Fehlerhafte muss weg, dass das Vollkommene kommt. Und jetzt ist es so, dass das Heilige, alles, was prinzipiell da ist, dieses Universum, schon das Wort Universum löst in dir wieder eine einseitige Vorstellung aus, nämlich das ganze Geschwätz, was man dir im Hier und Jetzt ausgedachten Elternhaus und Schule eingetrichtert hat. Halte dich an das Wort. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. Das Universum heißt das in eins gekehrte. Das heißt, ein träumender Geist, der immer ist und ständige Gedankenwellen aufschmeißt und jede Gedankenwelle, die in dir auftaucht, die kommt aus dir. Wo kommen die Bilder in den träumenden Geist her? Die kommen doch aus ihm selber. Ich sage immer so schön, wenn du jetzt angenommen, du Geist, der du mich jetzt ausdenkst, du schläfst, du träumst und du weißt nicht, dass du jetzt schläfst, sondern du erlebst dich in einem hyperrealen Traum als der Trockennasenaffe, der du jetzt zu sein glaubst. Du sitzt bei dir zu Hause, was du mein Zuhause nennst, in deinem Wohnzimmer. Du liest ein Buch und plötzlich klingelt dein Handy. Wohlgemerkt, du träumst. Klingelt das Handy in deinem Traum, weil außerhalb des Traums einer ist, der dich anruft? Oder passiert es einfach wie in einem Film? Es ist ja schon, wenn ich jetzt mal vereinfacht mache, du schaust dir einen Krimi an oder irgendeinen Film an im Fernsehen und da klingelt dann ein Handy. Klingelt da wirklich ein Handy, wenn du einen Film anschaust? Ist das nicht alles Illusion? Sind das nicht Lautsprecher und irgendwelche flackernden Lichter? Du lebst in der Welt deiner Interpretationen. Und jetzt komme ich ganz kurz zu dem Wort Realität. Das Wort real habe ich schon erklärt.
Wie sind wir in der Zeit? Das machen wir jetzt noch schön. Gehen wir gleich ein wenig in die Sprache. Ich gebe euch jetzt mal einen Tipp, dir einen Tipp, wie du die Sachen ganz einfach überprüfen kannst. Das erfordert Zeit. Die Zeit, die es nicht gibt. Die erste große Erkenntnis, es gibt keine chronologische Zeit. Das heißt, der einfachste Weg bei Realität ist, dass du mal, ich schaue mal in deinem Wörterbuch nach, was bedeutet eigentlich Realität. Und wie würdest du das jetzt definieren? Wer hat Vorschläge? Ganz einfach, an was denkst du bei Realität? Bitte widerspreche mich noch einmal so allgemein. Ich denke mir jetzt Menschen aus, denn ich spreche ich das, die Vorstellung bei dem Wort Realität vor, die ich als normaler Brösel in Elternhaus und Schule genossen habe in meiner Erziehung. Realität bezeichnet immer das, was unabhängig von Menschen da außen in der Welt existiert. Kann man da damit leben? Bist du damit einverstanden, dass ich sage, wenn einer von der Realität spricht, spricht ja nicht von Traumtänzereien, von irgendwelchen feinstofflichen, esoterischen Gedanken, sondern die Realität ist das, was ist. Wir können jetzt einfach mal in dieses DWDS reingehen und dort gehen wir jetzt einfach mal Realität ein. Lasst euch einmal überraschen. Jetzt kommen wir, das habe ich alles schon mal gezeigt, das ist auf Videos überall, ich kann nur wiederholen. Okay, ihr seht es schon. Da ist es, das da mal, die Realität ist die Wirklichkeit. Okay, ob dieses wirkende Licht, ich mache das immer so, wenn wir das hebräisieren mit der Vatersprache, wird das was ganz was anderes bedeuten. Aber mir ist wichtig, da kommen die Beispiele, kennen viele von euch. Ihr werdet merken, ich will auf was ganz was anderes hinaus. Ich habe ja versprochen, dass in dem Vortrag werde ich wirklich was vollkommen Neues bringen. Die objektive Realität, das ist Objekte sind Sachen, die ich anschauen kann. Diese objektive Realität, das außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein existierende, das heißt die materielle Welt, das ist natürlich schon mal ein absoluter Blödsinn, weil das als hundertprozentig sicher anzusehen, ist schlichtweg und einfach eine Lüge. Ich nenne das jetzt einfach mal eine Lüge. Weil ob das, was ich jetzt sehe, ob das außerhalb von mir da außen auch dann da ist, wenn ich es nicht anschau. Du kannst das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Also mache ich jetzt meine Zusammenfassung. Jeder Esoteriker, jeder religiöse Spinner und allen voran die geistlose Naturwissenschaft ist die Wissenschaftspriester. Ich sage jetzt vorsichtig geschätzt, 98% der ganzen Dogmen und Paradigmen, die für dich als hundertprozentig sicher bewiesen, gelten bis dato. Können nicht einmal wirklich de facto überprüft werden, wenn man wollte. Um etwas zu überprüfen, musst du das zumindest denken, weil alles, was du nicht denkst, existiert für dich nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du jetzt zum Beispiel an eine Erdkugel denkst oder an eine Sonne denkst und du bist dir hundertprozentig sicher, dass diese Erdkugel, die du dir jetzt denkst, die nur ein Gedanke in deinem Kopf ist, dass die auch dann da außen existiert, wenn du nicht dran denkst, oder du bist dir hundertprozentig sicher, dass diese Erdkugel und die Sonne, das heliozentrische Weltbild, schon da außen war, bevor du dir die gedacht hast, bist du ein geistloser, materialistischer Narr. Darüber diskutiere ich nicht mit einem Trockennasenaffen bei eigener Definition. Ich wiederhole, ich erkläre es den, der mich jetzt ausdenkt, der sich die Erdkugel ausdenkt und die Sonne ausdenkt. Und all die Dinge sind immer nur dann da, wenn du sie dir denkst. Auch der Udo. Existieren nicht gedachte Gedanken? Eine absolut blöde Frage. Ein Widerspruch in sich selber. Das sind die Regeln, die wichtig sind. Jetzt wollen wir natürlich in die Sprache gehen. Das wollen wir aber jetzt im Laufe der nächsten 2 Tage genauer anschauen. Da haben wir ja genügend Beispiele. Das heißt, das Außer, Ha'al heißt der Gott, ist eine Polarität. Okay, übrigens das Aus, wenn du genauer anschaust, da ist hinten ein scharfes S, das sieht ja aus wie ein Beta. Wir, Geist, wissen ja, dass wir dieses Aus jetzt auch AUB schreiben können. Und dann kommen wir zu dem schönen Wort, das du auch, das AUB, das du auch im Wort Glauben hast. Na, er sucht. Mal geht es ratzfatz. Das Internet hier.
Aber wir kriegen das schon hin. Keine Angst. Wir haben doch Zeit, alle Zeit der Welt. So, die Beschwörungskunst, der Zauber von Totengeister. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Die, die das glauben, das sind lebendige Toten, keine Überlebenschance. Abgesehen davon sind es jetzt nur Wesen, ich nenne es mal Menschen, Trockennasenaffen, die du dir ausdenkst. Du musst dich von dem lösen, du gehörst nicht zu dem Volk, zu den ganzen Protagonisten in deinem Traum. Du siehst dich zwar jetzt auch als ein Mensch unter Menschen, aber der träumende Geist ist was anderes. An was denkst du, wenn du an die Menschheit denkst? An 7 Milliarden Trockennasenaffen auf einer Erdkugel? Begreife, du bist der, der sich das ausdenkt. Ich erinnere ganz kurz, jetzt ist es hell, heute Abend wird es wieder finster. Du denkst dir, jetzt ist es hell, wie ich jedes Wort jetzt spreche, wird es auch jetzt finster sein. Es wird nicht nur, es kann nur jetzt alles sein. Ich kann mir jetzt was in die Zukunft denken, aber ich denke es jetzt. In der Zukunft wird nie was passieren. Einer der wichtigsten Sätze überhaupt, solange du das nicht akzeptierst, wirst du leiden, du Geist. Du kannst morgen nichts tun. Du kannst nicht morgen sterben, nicht übermorgen sterben. Es kann dir morgen nichts passieren. Was passiert, passiert jetzt. Auch das, was angeblich in der Zukunft passiert. Drum ist es eine elementare, dieses AUB gelesen. Ist eine elementare Radix. Das findest du zum Beispiel im Wort Zauber. Das ist schlichtweg und einfach blau gelesen. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität außen, außerhalb. Zu außerhalb gehört innerhalb. Weil alles, was du dir ausdenkst, ist letztendlich immer in deinem roten Kopf. Dieser rote Kopf in dir ist Bereshit. Das ist der Anfang von allem. Und wir wissen ja jetzt, dass diese Zeichenkette hier Kopf heißt auf Hebräisch. Der Kopf, der Führer, der Anführer, noch viele andere Sachen. Beresh hast inmitten dieses Kopfes. Shi heißt Geschenk. Das heißt übrigens auch mein Feuer. Asch. Können wir jetzt alles da unten einzeln anklicken. Das will ich jetzt in der Beziehung überhaupt nicht machen. Und Shit. Da wird es natürlich ganz, ganz interessant. Das wollen wir uns anschauen. Das heißt jetzt etwas stellen, legen, setzen, etwas einsetzen, aufstellen, anordnen, machen, verschaffen, bestimmen. Jetzt kommt da auch die Kleidung. Eine Kleidung, Kleid. Die Kleidung ist das, was dich einhüllt. Als träumender Geist bist du das Zentrum deines Traums. Du bist immer die Mitte. Egal, was du jetzt um dich herum denkst. Stimmt oder stimmt? Du hast jetzt zum Beispiel als träumender Geist ein vor dir. Schau mal auf deine Verabrede, ich mache das einmal ironisch, ich kann sagen, schau aus deinen Augen heraus, dann glaubst du schon wieder, das ist da außen. Du hast jetzt vor dir eindeutig ein Gesichtsfeld. Stimmt oder stimmt? In dem Moment, wo ein Wellenbauch da ist, muss auch ein Wellendor da sein. Das heißt zu sagen, jetzt ist es hell und heute Abend wird es finster, das ist ungefähr wie wenn ich sage, jetzt schaue ich am Berg an und das Tal kommt heute Abend. Ich will nicht nochmal die Metapher sagen, dass ich sage, denk dir jetzt einmal eine Kugel aus, die nimmt man Erde und die wird von einem Scheinwerfer angestrahlt, die nimmt man Sonne. Du denkst dir das jetzt aus, stell das vor dich hin. Und dann wirst du feststellen, dass die Seite, die dem Scheinwerfer der Sonne zugewandt ist, ist hell und die andere Seite ist finster. Jetzt lassen wir diese Kugel um die eigene Achse drehen. Was ändert sich an hell und dunkel? Nichts. Es wird die der Sonne zugewandten Seite, der Scheinwerfer zugewandten Seite hell bleiben und die andere Seite dunkel bleiben. Gleichgültig, ob sich jetzt die Erde, diese Kugel um die eigene Achse dreht oder ob sie sich 360 Grad um das Licht in der Mitte dreht. Es ist immer die eine Seite hell und die andere Seite finster. Es ist hundertprozentig sicher, dass sich hell und dunkel nicht abwechseln zeitlich. Das ist Weisheit. Dein Problem ist, dass du meinst, du bist ein Trockennasenaffe auf der Kugel, die du dir selber ausdenkst. Nein, du bist der, der sich's ausdenkt. Du bist was ganz was anderes, wie das, was du zu sein glaubst, ohne irgendeine esoterische Spinnerei. Du bist der, der das alles anordnet. Ich kann die einfachsten Sätze machen mit einer Engelsgeduld seit über 2000 Jahren, die es nicht gibt. Ich meine keinen Spaß, wenn ich sage, ob du das siehst oder nicht siehst, können immer wieder sagen, die Ebene, die mir jetzt haben, ich bin eine Figur in deinem Traum. Ich habe kein Problem, wenn du mich nicht denkst, dann bin ich wieder weg. Ich bin aber jetzt als Udo, den du dir ausdenkst. Auf der anderen Seite bin ich der, der dich das Zeug träumen lässt. Es ist wie ein Marionettenspieler, der hinter der Bühne steht
und die Marionetten führt. Wobei die meiste Zeit lasse ich dich selbst an. Ich habe die Fäden in der Hand, aber ich lasse dich selbst dran ziehen. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Dich, Geistesfunken, wie ich das nenne, der du dir jetzt eine Welt ausdenkst, die gar nicht anders sein kann, wie du sie dir ausdenkst. Und jetzt frag dich einmal, lebst du immer noch in dem Wahn, dass du meinst, du hast mit dem Zeug, das du dir ausdenkst, überhaupt nichts zu tun? Ich vereinfache das, um dich ein bisschen an Abstand zu geben. Wir denken uns jetzt jemanden aus, der denkt sich was und glaubt, er hat mit dem, was er denkt, überhaupt nichts zu tun. Was würdest du zu denen sagen? Das ist ein Idiot, ein Volldepp. Aber sprichst du nicht die ganze Zeit von dir, Holofeeling, hast du das Gefühl, alles zu sein? Das ist so einfach, es ist so unendlich einfach und keiner will das wahrhaben. Der zweite, wie ich das nenne, der ist so extrem übermächtig. So, jetzt pass auf, wir wollen ganz kurz nochmal rein in die Realität. Das heißt, wir haben hier, jedes Wort, wenn ich jetzt genauer mache, ist, was ist eigentlich die Etymologie? Wir gehen immer einen Sprung weiter in der Etymologie. Das heißt also hier, das heißt, sagst du mal dinglich, sächlich, wirklich, tatsächlich. Das heißt, Realitäten, ich sag, das war jetzt eine Erklärung von einem Selbstgespräch. Realität bedeutet, vom Lateinischen, wenn wir jetzt weitergehen, das kommt eigentlich hier, realis, die Sache betreffend, sächlich, Rest heißt Sache und Ding. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei einem der Selbstgespräche habe ich behauptet, gut, wenn Realität ursprachlich von dem Wort Sache und Ding kommt, bei Sachen und Dinge denke ich als normaler Mensch mit meiner Schulerziehung, und bitte schau in dich rein, ich will jetzt nicht sagen, dass man dir dasselbe beigebracht hat, ich rede jetzt wieder als Brösel, gerade habe ich nicht als Brösel geredet, sondern als dem, der mich jetzt ausdenkt, der da in der anderen Richtung eigentlich das Sorgen hat. Eine Sache oder ein Ding ist irgendein Gegenstand, zum Beispiel jetzt diese Lautsprecherbox, der Monitor vor mir, die Tastatur vor mir, ich kann meine rechte Hand anschauen, das sind irgendwie Dinge, oder ein Fahrrad, ich kann mein Fahrrad denken. Und ich habe in dem letzten einer der letzten Selbstgespräche, die ich mir hier und jetzt ausdenke, die immer gleichzeitig da sind, wie die Dateien auf einem Computer, habe ich gesagt, dass ich zum Beispiel auch keinen Unterschied mache, ob ich jetzt ein Fahrrad denke, dieses gedachte Fahrrad als Ding an sich, gleichgültig, ob es ein Gedanke ist oder ob ich ein Fahrrad in meinem Gesichtsfeld, das heißt auf meiner Vorabrille sehe, illusionär in einem gewissen Abstand, in einer gewissen Entfernung vor mir, ist ein Ding. Ein Fahrrad ist ein Ding. Ein Fahrrad ist kein Geschmack. Ein Fahrrad sind keine Schmerzen. Das heißt, wenn ich das so sehe, ich mache jetzt nur eine Perspektive, ist Schmerz oder Angst keine Realität? Schmerzen und Angst sind selbstverständlich etwas, was du Geist erleben kannst. Das sind Gefühlsbewegungen, Emotionen, Bewegungen auf einer feinstofflicheren, höheren Ebene. Bitte betrachte das Wort feinstofflich nicht so esoterisch. Ich nenne es einfach Gedanken. Alles, was du denkst, nenne ich feinstofflich und alles, was du sinnlich wahrnimmst, ist Realität. Ja, dann kannst du sagen, ja, der Schmerz ist doch real. Nee, du bist schon wieder Realität, sind Sachen und Dinge. Und Schmerz ist kein Ding und keine Sache, das heißt kein Gegenstand, sondern durchaus was, was du wahrnehmen kannst. Es ist eine Gemütsbewegung, ich nenne es einmal so. Was ich jetzt hinweise, das habe ich schon zigfach erzählt, ist ein neuer interessanter Ansatz. Zuerst natürlich, und das ist jetzt der Welt der Perspektiven zu schulden, einseitig. Jede einseitige Aussage, der Henkel ist rechts, der Henkel ist links, ich bin im Wohnzimmer, ich bin in der Küche, ist eine sehr obene Ebene, die über die höhere Ebene der Perspektive in Bezug auf die Meermetapher jetzt. Ich sage mir mal, das Meer, da sitzen Wellen drauf, das sind Grundwellen, das wäre jetzt die erste Grundwelle, wäre ein Tag, Ebbe und Flut, höherer Wasserstand, weniger Wasserstand, innerhalb von 24 Stunden. Das ist eine Metapher, da gibt es keine Erdkugel. Du kannst nur Bilder in Maßsitzung deiner anerzogenen Logik aufwerfen. Darum sage ich immer wieder, betrachte dich einfach mal als ein Computer. Alles, was auf den Computerbildschirm in Erscheinung treten kann, steht und fällt mit den Daten und der Software, mit denen der Computer arbeitet. Wie sieht jetzt das aus, wenn derselbe Computer ans Internet angeschlossen wird? Dann kann er Daten und Software extrem erweitern. Durch mich seid ihr ins Internet angeschlossen. Das Internet symbolisiert Gott. Die Quelle allen Seins. Gut.
Jetzt pass auf, du hast jetzt, ich verknüpfe, bitte folgt den Gedankengängen, ich verknüpfe das auf den Schluss auf eine vollkommen neue Art und Weise. Wir stellen zuerst einmal fest, alles, was du vor dir siehst in deinem Gesichtsfeld, was außerhalb, halb außen zu sein scheint, ist deine Information. Aber in dem Moment, wo du vor dir etwas siehst, entsteht im selben Moment ein hinter dir. So wie wenn ein Berg da ist, ist ein Tal da. In dem Moment, wo einer sagt, ich sehe doch den Berg, da ist kein Tal, hat er das Prinzip nicht verstanden. In dem Moment, wo du sagst, jetzt ist es bloß hell, hast du das, was ich gerade mit der Erdkugel und den Scheinwerfer verstanden? Es ist nicht, dass da außen ein heliozentrisches Weltbild ist, es ist mehr oder weniger eine tiefer liegende Schicht wie beim Betriebssystem, ein Grundprogramm, mit dem letztendlich dein ganzer Weltaufbau, deine Simulation in deinem Kopf funktioniert. Das ist so unendlich primitiv, da gibt es wesentlich Komplexeres, was ich erschaffen habe. Ich mache immer gerne das Beispiel, wenn man sich mit Computer auskennt, mit Basic. Welche Möglichkeiten hast du mit einem alten C64 Basic-Computer aus den 70er Jahren, auf dem Bildschirm Bilder darzustellen und Geräusche zu machen? Und dann nimmst du jetzt einmal irgendeinen Windows-Computer, einen modernen, mit VR-Brillenanschluss vielleicht noch. Das ist nur ein anderes Prinzip, andere Software, anderes Betriebssystem. Und ich sage immer wieder dazu, wenn du dir jetzt alles, was du jetzt denken kannst an Vorstellungen, alles, was du prinzipiell zu denken vermagst, dein Wissen, dein Intellekt, und den erweitere ich jetzt noch um einen großen Schritt, dass ich sage, du denkst jetzt an Computer aus und du kannst sogar ins Internet gehen und mit jeder Seite, die du im Internet aufwirfst, kriegst du neue Vorstellungen und neues Wissen. All das, so gigantisch das jetzt im ersten Moment klingt, das ist für mich basic. Windows ist nochmal eine komplett andere Welt, wo ich dich hinführe. Und du wirst dich nicht dagegen wehren können. Das heißt, ich erkläre das jetzt den Geist, der mich jetzt ausdenkt. Ich erkläre das dir Geisteswogen von mir. Und nicht irgendeine gedachten Persona, die du dir denkst. Also nicht, dein Körper hat keine Überlebenschance und alle anderen Körper und die Menschheit hat keine Überlebenschance. Und das heliozentrische Weltbild hat keine Überlebenschance. Das, was ich dir jetzt erkläre, wenn ich raumzeitlich in deiner Sprache spreche, das ist das, was man in einer jetzt gedachten, bewusst ausgedachten Zukunft, denk an die transversale Hierarchie, ist es so glasklar und so richtig Weltwissen für Geister wie das, was du jetzt heliozentrisches Weltbild nennst, wo man übrigens vor 500 Jahren drüber gelächelt hat, wo man noch geglaubt hat, man lebt auf einer Scheibe. Aber nach dem Kohlet, nach dem Prediger kommt ja das Neue immer wieder, darum gibt es jetzt wieder Flat Earther. Und ich sage, es ist so, die leiden an derselben Krankheit, da wollen wir auch noch drauf eingehen, die nächsten Tage jetzt nicht auf die Flat Earther, sondern über den Darwinismus oder Kreationismus, dass letztendlich alle Lehren, ob das religiöse Lehren sind, ob das esoterische Lehren sind und natürlich allen voran die Naturwissenschaft an einen großen Problem kranken, das ist unbewusstes chronologisches Denken. Da wird zwar gequatscht, es gibt bloß hier und jetzt, aber bring mir einen, lass uns Videos anschauen, du wirst keine Minute reinkommen und du merkst, wenn es dieses Pixelmännchen, das wir dann zu sehen bekommen, wenn es das überhaupt geben sollte, wenn wir es nicht denken. Die Frage beantwortet sich übrigens von selbst, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht mehr. Du bist ein träumender Geist. Dass die nichts machen können, ohne raumzeitlich zu denken. Ich mache das ja jetzt auch, dass ich raumzeitlich spreche von Vergangenheit, von woanders. Aber ich versuche zumindest, dir immer wieder klar zu machen, dass das hier und jetzt deine Information ist. Okay? Und jetzt ist es, dass wenn du was vor dir hast, dann existiert im selben Moment ein hinter dir. Das ist dieses Prinzip vom Wellenberg und Wellendal. Aber jetzt lass uns mal bitte ganz genau das schauen, dass du im selben Moment kannst du dir natürlich das hinter dir bewusst machen. Angenommen, du sitzt jetzt vor deinem Computer, dann hast du vor dir deinen Computer mit der Tastatur. Und ich sage jetzt denk einmal, was hinter dir ist. Und ich gehe mal davon aus, wenn du bei dir in der Wohnung bist, weißt du sehr wohl, was für ein Bild du vor dir zu sehen bekommst, wenn du jetzt den Kopf drehst, ich muss jetzt normal reden und nach hinten schaust. Okay? Vielleicht ist hinter dir ein Bild. Haben wir ja in den Ariane-Selbstgespräch schon mal angesprochen. Jetzt achte mal auf die Worte, das vor dir ist eine Vorstellung. In Wirklichkeit befindet sich das in deinem Kopf, ich könnte jetzt sagen auf der VR-Brille. Darum hast du diese Illusion, du schaust in das Gesichtsfeld rein.
In dem Moment, wo du dir das hinter dir denkst, wird es zu einer feinstofflichen Wahrnehmung in dir. Ist es auch eine Vorstellung? Ist es nur ein Gedanke? Jetzt hast, um das zu realisieren, diesen Gedanken, was hinter dir ist, musst du den Kopf drehen. Also jetzt nicht, ob ich jetzt hier, da wird jetzt hinter mir nichts sein. Da stehen ein paar Flaschen, wenn man ein bisschen schaut. Mal schauen, ob der noch geht. Warte. Das ist also, wenn ich hinter mir was habe, kann ich das durchaus ausdenken. Aber schau mal das Wort hinter mir. Inder, das lateinische Wort inder ist innen. Die Wahrnehmung indern, könnte ich sagen. Wenn ich an meinen Hintern denke, dann ist der auch in meinem Kopf, nicht da unten. Das sind ausgedachte Sachen, weil alles, was ich denke, prinzipiell in meinem Kopf ist. Das schreibt dir sogar der Materialismus vor, dass wenn es nicht in deinem Gehirn in Erscheinung tritt, kannst du es ja gar nicht sehen. Und da kann ich zigfach sagen, wer ist jetzt das, der sich das anschaut, was da im Gehirn in Erscheinung tritt, obwohl dann jeder Physiker weiß, dass es, oder Neurologe, dass es im Gehirn weder Farben noch akustische Geräusche gibt. Und schon gar keine Gegenstände. Aber dann muss es natürlich doch wieder in dir drin sein. Aber wir können jetzt einen Schritt weitergehen, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Kopf drehst, der komischerweise nicht existiert, wenn du nicht an deinen Kopf denkst. Oder es ist natürlich unheimlich logisch, dass wenn du spazieren gehst und du schaust dir die schöne Landschaft an, dass du die natürlich nur deshalb siehst, weil du Augen hast. Kein Materialist würde das bezweifeln. Ich sage, welche Augen? Wenn du nicht an deine Augen denkst, dann existieren die nicht. Wie sieht es aus, wenn du träumst? Hat der träumende Geist Augen, mit denen er schaut? Existiert dann eigentlich ein Körper im Traum, der eigene Körper, wenn ich, wie oft denkst du, was koche ich heute und hast nicht einen Hauch von einem Gedanken an deinen Körper? Es sind ständig wechselnde Informationen. Aber ich will da nur ein kleines Stück das fertig machen, dass wir da nicht so auch rausgehen. Die Sache und das Ding. Gut, das war jetzt eine Darlegung, was es bedeutet. Man müsste natürlich jetzt da weitergehen, dann kann man weiter runter machen und dann kommt alles Mögliche. Und das ist sehr, sehr trügerisch, weil die ganzen Sachen momentan extrem mit materialistischen Erklärungen durchsetzt sind in der Neuzeit. Was jetzt eine viel interessantere Frage ist, ich habe schon gesagt, ein Ding und eine Sache denkt man normalerweise an einen Gegenstand. Ich kann jetzt auch sagen, wenn ich einen Krankheitsfall in der Familie habe, wo einer Krebs hat, denke ich bei dem Wort Krebs prinzipiell bloß immer an die Krankheit. Wer denkt, wenn ich leidenschaftlicher Astrologe bin, ist bei dem Wort Krebs erst einmal das Standzeichen da, bin ich ein Spitzenkoch, weil ich meistens bei Krebs, das kann natürlich sich vermischen, ganz, ganz wenige denken bei Krebs an diese Krebsfugen. Weil das Wissen dann, das ist schon einmal so Allgemeinwissen. Muss man schon Spezialwissen machen. Dasselbe ist es mit der Sprache, der Ursprache. Was bedeutet eigentlich das Wort Ding etymologisch? Und ich nehme das jetzt etwas voraus, indem wir das einfach, wie wir das machen, hebraisieren. Das heißt dazu, wir tun jetzt erst einmal hier das Ding hebraisieren. Da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir machen die ersten drei Buchstaben. Das ist D-I-N. Wer weiß es? Das ist zuerst einmal das hebräische Wort für Gericht, für Gesetz. Das Gericht, Gesetz, Recht, halt Entschuldigung, so war ich zu schnell. Das ist also die Religions- und Gesetzeslehre, Religionslehre, der Richter, der Rechtsfall, der Rechtsanspruch. Im klassischen sagt man immer der Richter, das Gericht, das Gesetz, das Richten, Verurteilen, Gericht. Das ist diese ganze. Und auch richte du, schaffe, sprich Recht, weise zu Recht. Diese Sache sind originalhebräische Übersetzungen für das Wort Din aus der Tora. Rechtsspruch und Gericht. Interessant. DI heißt eine genügende Menge. Ein Bedarf, das Ausreichende. Da wird es natürlich interessant, das nach außen Reichende. Reichet, Spiegelkollektion, was nach außen reicht. Die Grundradix ohne Fokalisierung, DN heißt urteilen. Das ist interessant für einen Anfänger. Richten, beraten, urteilen ist immer zuerst einmal die Rot-Blau-Lesung. Habe ich tausendfach erklärt, muss ich euch nochmal erklären. Das setze ich jetzt einmal voraus. Dann ist ja, wenn man das G macht, das DIN nochmal. Das ist blau gelesen, die Öffnung einer intellektuellen Existenz. Das kann man da unten nachlesen. Das ist das Wichtigste, das Erste, was man lernen muss. Das sind 22 Zeichen. Das heißt, geöffnet, aktuelle Öffnung,
Intellekt, intellektuell, Existenz, existierendes, darum sage ich die Öffnung einer intellektuellen Existenz. Wenn wir es rot lesen, heißt es im Geist geschlossen, das Spiegelbild dazu, von dem Öffnen, dann ist der Intellekt wird jetzt zu Gott, zum Geist. Achte auf das Wort Gott und Geist, beginnt beides mit G. Wenn wir es blau machen, macht aus dem G ein Gehirn. Das entspricht praktisch dem Chip in einem Computer. Ich habe so oft gesagt, an was denkst du, wenn du an einen Trockennasenaffen denkst? Der Körper, an deinen Körper, an dein Gehirn, an ein gewisses Wissen, an einen Intellekt. An was denkst du, wenn du an einen Computer denkst? An ein Gehäuse, an einen Computerchip mit einer gewissen Software. Es sind zwei Metaphern für ein und dasselbe Ding auf der geistigen Ebene. Okay? Und das G hin, wenn ich jetzt das Blau, das G als Gehirn mache, dann habe ich ein geöffnete, intellektuell existierendes Gehirn und das andere habe ich einen geschlossenen Gott, dieses Bewusstsein des Geistes. Und das Ganze macht jetzt die Gesetze aus. Das Ding, DIN G, ist das Gesetz des Intellekts, das ist das, wo du zurzeit dranhängst. Du bist der Richter über alles und jeden. Dir sollte klar sein, dass egal, was du bestimmst, für dich, Geist, gilt das, was du mit deiner momentanen Logik, die du zum Denken benutzt, definierst. Wenn du sagst, es schmeckt nicht, dann schmeckt es für dich nicht. Und dann können da tausende von Menschen kommen und sagen, es schmeckt. Das ist übrigens das erste Buch, die Ohrenbarung, von 1989, da ist noch über Sternenanlagen gegangen, hier und jetzt ausgedacht, im Vorwort. Sage ich, das große Problem ist der Geschmack. In dem Moment, wo ich sage, Milch ist mein Lieblingsgetränk, der Dieter lächelt jetzt, Insider verstehen den Witz, dann wird nichts und niemand mich davon überzeugen können, dass Milch nicht schmeckt, weil mir schmeckt es ja. Es können jetzt viele kommen, die mir intellektuell erklären können, wie giftig das ist oder dass das gar nicht gesund ist und dass das Märchengeschichten sind. Die können reden, was sie wollen. Aber es wird keiner mich davon überzeugen, dass es nicht schmeckt, weil ich ja sofort, wenn ich trinke, überprüfen kann, dass mir es schmeckt. Und wenn mir einer unsympathisch ist, da können ja tausende von Menschen sagen, das ist ja ganz lieber, der ist mir trotzdem unsympathisch. Was jetzt so einfach klingt, ist, dass das für alles gilt. Du bestimmst, du bist der Richter über alles und jeden. Du bestimmst, ob der Hitler gut ist oder böse ist, den du dir ausdenkst. Mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Aber jetzt kommt natürlich mit der Geschichte des Schwamminhalts, den ihr schon hunderte Male gehört habt, zu Gesicht, dass deine Meinung überhaupt nicht deine Meinung ist. Diese Sache, wenn man dich jetzt raumzeitlich für deine Logik aufbereitet nimmt als Säugling und man verschleppt dich in ein anderes Land, nach Persien, nach Indien, egal wohin. Und du wirst mit Liebe bei einer Adoptivfamilie aufgezogen. Dann wirst du diesen Schwamminhalt beim Großwerden, wirst du diesen Intellekt benutzen, die Sprache benutzen deiner Adoptiveltern. Du wirst die Religion benutzen, mit deren du erzogen wirst. Du wirst dann, wie ich immer sage, du wirst kein Schweinefleisch essen, wenn du in Persien groß wirst, in den arabischen Raum. Du wirst, wenn du in Indien groß wirst, kein Problem haben mit einem Schweinecurry, aber kein Rindfleisch essen. Und ich sage dann immer, wie toll, dass ich in Franken groß geworden bin. Man sucht sich das nicht raus. Und wenn ich das jetzt verstehe, dann wird es Demut erfordern, weil jeder Fanatiker, jeder Besserwisser, ob das jetzt ein Kabbalist, ein Rabbi ist, ob das ein Mufti ist, ob das ein tiefgläubiger Naturwissenschaftler ist, ihn erscheint letztendlich immer das logisch, was man ihm in Elternhaus und Schule oder in der Universität eingetrichtert hat. Und ihm stehen die Haare zu Berge, was für einen unendlichen geistlosen Schwachsinn Menschen von sich geben, andere Menschen, oder was die glauben, wie kann man bloß sowas glauben? Und ich sage, wenn man dich als Baby genommen hätte und du hättest denselben Glaubensinhalt gekriegt, würdest du das glauben und würdest alles als wahnsinnig ansehen, was für dich jetzt vollkommen logisch ist. Betrachte den Menschen wieder als einen Computer und das Betriebssystem, die erste Programmierung, die du kriegst, wird zum Vergleichsmaßstab für alles, was nachkommt. Jetzt ist es das DIN und dann schließen wir dann in der Pause ab. Ich mache jetzt das sehr kurz. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was das Wort Ding eigentlich ursprachlich heißt. Wir müssen es ja vervollkommnen. Schaut, das Ding. Gibt es übrigens Ding 1 und Ding 2. Das ist schon mal interessant. Gibt zwei Dinge.
Zwei Gesetze. Ich habe dir schon gesagt, es gibt das göttliche Gesetz und das weltliche Gesetz. Es gibt ein Affengesetz, das natürlich nur Unterformen sind. Aber schau dir mal, das heißt zuerst einmal eine germanische Gerichtsverhandlung, ein Thing. Das heißt, Din, dieses hebraisierte Wort Din, es ist, das Wort Ding hat nichts mit Gegenständen zu tun. Sondern letztendlich diese Gerichtsversammlung, und jetzt ist natürlich dieses, der Geist erweckt ein Ich. Das ist das blaue Ich wieder, das ihr jetzt hier seht. Sage ich euch nicht immer, dass euer blaues Ich, das was ich hier Mensch nenne, dass du ein reines Konstrukt werde und Interpretationsprogramm bist. Übrigens, dasselbe gilt, wenn wir jetzt da weitergehen, Thing, das ist übrigens ein TH, das ist kein B, das ist also wie dieses DH im angelsächsischen Raum. Das wollen wir uns genauer, das heißt jetzt die Wurzel, das heißt übrigens Ideest, dehnen, ziehen, spannen. Das heißt, du dehnst etwas, du ziehst etwas in die Länge, nämlich die Zeit. Okay? Und diese Gesetze, die du zum Denken benutzt, das ist wie ein Betriebssystem und ein Programm in einem Computer. Und das erzeugt dann natürlich auch die Dinge. Zum Beispiel die Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, als Animation, wenn du dran denkst. Das ist einmal feinstofflich in deinem reinen Gedankenbewusstsein. In deinem Gesichtsfeld, real, wirst du das niemals sehen, das hat auch noch nie einer gesehen. Es hat noch nie irgendein Mensch mit eigenen Augen gesehen, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht. Das sind alles logische Konstrukte. Wenn ich dir erkläre, was logische Konstrukte sind, es hat noch nie irgendein Mensch Licht gesehen und es hat noch nie irgendein Mensch Wind gesehen. Es ist so unheimlich logisch, wenn ich jetzt einen Schattenwurf sehe, den Laserstrahl in den Labors. Ich habe das so oft erklärt, dass man Licht, zeig mir Licht. Ja, ein Laserstrahl. Du siehst nicht das Licht, du siehst dann irgendwelche Gaspartikel oder Rauchpartikel, wenn du einen Rauch reinbläst, aber wenn du keinen Staub, keine Partikel in deiner VR-Brille sind, siehst du auch keinen Lichtstrahl. Es gibt keinen Lichtstrahl, der sich von der Sonne zur Erde bewegt. Übrigens, wo war jetzt die ganze Zeit die Sonne? Wieso ist sie in dem Raum hell? Weil du das jetzt träumst, beleuchtet deine Traumwelt eine Sonne, die unabhängig von dir da außen existiert? Meinst du, wenn du eine VR-Brille auf hast? Wir gehen einmal davon aus, dass du eine VR-Brille auf mit HD-Auflösung. Das heißt, man kann mittlerweile hier und jetzt gedacht, kann ich mir jetzt durchaus in meiner Traumwelt eine VR-Brille realisieren, die fast fotorealistische 3D-Illusion in meinem Kopf erzeugt, wenn ich die aufsetze. Und jetzt sehe ich da eine strahlende Landschaft, was ich gesagt habe, ich sehe eine Sonne, die die Landschaft beleuchtet, Leute, die rumlaufen, die einen Schatten werfen, Bäume, die einen Schatten werfen. Meinst du, dass diese Sonne jetzt, das ist nichts anderes wie Monitore, zwei flache Bilder, die durch Berechnungen einen 3D-Effekt erzeugen in meinem Kopf. Das ist jetzt die neue Metapher. In Wirklichkeit ist es nochmal ganz anders. Aber wie gesagt, wenn ich mit einem Computerprogramm kommuniziere, bin ich gezwungen, eine Sprache zu benutzen, die von dem Computerprogramm verstanden wird. Und um das jetzt abzuschließen, bevor wir Pause machen, das Ding als Gerichtsverhandlung, nicht als irgendein Gegenstand, den du dir ausdenkst. Das war jetzt übrigens das Gegenteil, wo ich sage, bei Dingen, das war ja unser Weg, was ist für dich Realität? Die Dinge, die Welt da außen? Ich sage, nein, für dich ist die Quelle der Realität dein Intellekt, den du zum Denken, das Programm, das du zum Denken benutzt, ist die Quelle für deine Vorstellung von Realität. Und das ist so ein geistloser Schwachsinn. Mach dir bewusst, wie unendlich geistlos, dumm, unbewusst du eigentlich warst, du hast bis dato, bis jetzt, denke ich mir natürlich eine Vergangenheit aus, da war nie was, das ist die Buchmetapher, wenn du ein Buch liest, wenn ich sage, dein Buch, dein Leben ist wie wenn du ein Buch liest, du bist der Geist, der das Buch liest, jede Seite, die ist, schaust du jetzt an, alles, was passiert, passiert jetzt, alles, was passiert, passiert heute, es kann morgen oder übermorgen nichts passieren. Das ist hundertprozentig sicher. Und nochmal, keiner nimmt die 100% so ernst wie ich. Versuch dir mal morgen in einer Eisdiele Eis zu kaufen. Versuch's. Es wird dir nicht gelingen, du kannst es nicht. Weil wenn du dir das Eis kaufst, ist es heute. Du kannst jetzt daran denken, dass du das morgen magst. Aber tun kannst du es immer nur jetzt. Du wirst nicht morgen sterben und nicht übermorgen sterben. Ich betone jetzt ganz bewusst, die Frage ist wieder, was verstehst du unter dem Wort Sterben? Auflösung, sich wegsein.
Was soll denn weg sein? Du Geist, der du mich jetzt ausdenkst, bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Das, was sich auflöst, ist immer das, was du denkst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? An den Körper? Denke mal jetzt an deinen Körper. Wo war der die ganze Zeit? Ich denke mir jetzt zum Beispiel vor mir hier meine Helga hin und sage, Helga, wo war die ganze Zeit deine Brille? Jetzt ist sie da. Dein Kopf, die Nase, du spürst jetzt das, weil du dran denkst. Geh die Gedanken mit, das hat nicht existiert. Jetzt schau bitte in dich rein, was dein Glaube, dieser Glaube von anderen Menschen, dein Schwamminhalt dir suggeriert. Dass das alles, das ganze Zeug auch dann da ist, wenn ich nicht dran denke. Und da bist du dir hundertprozentig sicher gewesen, ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang. Wie unendlich entgeistigt ist ein Mensch, der hundertprozentig sicher auf was ist, was er nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte. Die ganze Naturwissenschaft, die Religion macht nichts anderes. Darum sage ich, Holofeeling ist ganz anders. Mich interessieren übrigens die ganzen Menschen, die du dir ausdenkst, interessieren mich überhaupt nicht. Mich interessieren die Figuren im Kopf eines träumenden Geistes nicht im geringsten. Ich kann nur den Geist wachmachen, der träumt. Niemals eine Figur, die du träumst, die hat keine Überlebenschance. Weil die schon, das ist hundertprozentig sicher, auch wenn dir die Haare jetzt zu Berge stehen. Du musst auch nichts heilen und gesund machen. Das ist mein göttliches Gesetz. Übrigens, jetzt kommen wir zur Sache. Wir haben ja das Ding, wir hatten ja vorher die Realität, das Rest ist ja, heißt ja nicht nur Ding, sondern auch Sache. Und jetzt mache ich einen kleinen Satz, der dir vielleicht bekannt vorkommt. Und wir gehen in eine Gerichtsverhandlung. Und da heißt es hier schlichtweg und einfach, zur Verhandlung kommt die Sache gegen Adam. Gott gegen Adam. Zur Sache kommt die Verhandlung von sowieso und sowieso, Grammer gegen Grammer. Da merkst du auch hier schon wieder, dass das Wort Sache eigentlich Gerichtsverhandlung nichts mit Gegenständen zu tun hat, wenn du das schon mal gehört hast. Oder meine Lieblingsdefinition, das Kapital, das Kapitalverbrechen. Das todbringende Verbrechen. Auch das sind lauter solche Entheiligungen von Worten. Und jetzt nochmal, ich lege nochmal eine nach. Das Wort, das lateinische Wort Kapital heißt todbringendes Verbrechen. Schau es im Wörterbuch nach, ich will es jetzt nicht nochmal anzeigen. Darum wird, wenn vor Gericht ein Kapitalverbrechen verhandelt wird, wird kein Wirtschaftsverbrechen verhandelt, sondern irgendein Verbrechen, wo jemand ums Leben gekommen ist. Das bedeutet das Wort Kapital. Und jetzt geh mal bitte in dich, inwieweit du noch in dem Wahn lebst, der Menschen, die du dir ausdenkst, die nur Spiegelbilder deines eigenen Glaubens sind, dass du glaubst, Kapital erhält dich am Leben. Jetzt machen wir Pause.